Ja, im Jahr 2020 werden wir ganz viel Technologie am Point of Sale hier sehen. Wir alle kommen mit den Smartphones in die Ladengeschäfte rein, wir informieren uns. Und das ist eine große Chance auch für den stationären Handel, das zu nutzen, uns maßgeschneiderte Informationen dann auch zu bieten mit unseren Smartphones. Aber ich gehe auch davon aus, die Technik wird dann teilweise auch richtig Spaß machen, dann auch dort zu probieren und zu sehen, was da alles für Verknüpfungen möglich sein zwischen stationärer Welt und Online-Welt. Und das wird ein zentraler Wettbewerbsvorteil von stationären Händlern sein, diese beiden Welten zu verknüpfen.